Wir beschäftigen uns heute mit der Zeit in epischen Texten, genauer mit der Erzählzeit und der erzählten Zeit. Mit epischen Texten meine ich Geschichten, Märchen, Anekdoten, Kurzgeschichten, Erzählungen und so weiter und so weiter. Klären wir am besten gleich die beiden wichtigsten Begriffe. Die Erzählzeit ist die Zeit, die man braucht, um einen Text, zum Beispiel eine Kurzgeschichte, zu lesen. Vielleicht kennst du die Geschichte Die Macht des Wortes. Um diese zu lesen, braucht man in etwa 2 Minuten. Die erzählte Zeit hingegen ist die Dauer der Handlung innerhalb. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com